Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate. Nummer 3. Okay, wie gesagt, wir haben die Nekromantie noch da. Wir haben noch einen Kokon. Mit nichts drin. Bei denen wahrscheinlich auch nicht. Aber es schadet ja nicht mal nachzuschauen. Okay, den haben wir noch nicht. Ja, da ist was drin gewesen, wäre. Andererseits denke ich mal, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, das Ding mitzunehmen. Sagt einer was? Nö. Gut. Okay. Objective noted. I've got a long road ahead. Very well. Dann können wir uns hier oben mal noch umschauen. Das sieht doch nicht schlecht aus. Sind hier auch wieder Fallen? Sieht nicht so aus. Ah, okay, ich bin auf alles. Ja, okay, dann würde ich weiß, glaube ich, auch, wo ich die. Fackeln habe. Weil ich auf alles nehmen, statt auf Schließen gegangen bin, als was drin war. Gut, liebe Truhe, was hast du denn? Armschienen der Verteidigung. Nett. Und ja, eigentlich auch für dich gemacht, ne? Obwohl, du hast den Schild. Dann könnte ich ja wieder auf zwei Hand gehen. Gab's übrigens neulich auch jetzt bei unserer Gruppe als Belohnung. Bei unserer D&T-Gruppe. Ja, schauen wir mal. Ich meine, jetzt macht es ja nichts aus. Ja, wenn wir den Schild ablegen, dann... Andererseits will vielleicht jemand anderes den Schild haben. Ich meine, dir schadet es ja auch nicht. What now? What am I needed? So. Oh, enough waiting. I crave blood. Never a dull moment. Gut, dann suche ich für dich mal noch eine Zweihand-Axt. So, Auszug aus Metatext, gelernte Kirche Denier. Mhm. Echt mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Gut, wir können die Kristallkugel mitnehmen. Ui. Okay. Sharp as ever. Haufen Schriftrollen.
bitte sehr. Das Skelett hat leider auch nichts Interessantes bei sich. No time to rest. Can't slow down. Das dürfte alles hier gewesen sein, oder? Ich glaube, hier oben war ich noch nicht. Was sich aber auch nicht wirklich lohnt. Okay, ja gut, hier kommen wir dann in diesen Raum. Ja, und hier ist halt auch wieder irgendein... Ach so, nee, da geht's raus, okay. Zu den anderen Aufträgen. Alles klar, dann macht das Sinn. Ein paar Gifte, gerne. Kristalle. Einen leckeren Ahorn-Trüffel. Oh, hier haben wir einen rostigen Schlüssel noch. Der wahrscheinlich für die Tür unten gepasst hätte. Ah ne, wir sind jetzt tatsächlich wieder im... Ja, okay, wir sind wieder im Labor zurück. Okay. Alles klar. Das war doch ein lohnenswerter Ausflug. Gut, schauen wir mal, ist hier was Interessantes? Ein Gebet. Das ist der 3. Gegengift, Wermut. Noch mehr Wermut. Hier war irgendwo noch ein Skelett. Und Trank des Schlafes. Das nochmal mitnehmen, bitte. Okay, das ist dann da drin. Okay. Ja, das ist einfach ein einfaches Buch. Und was über den Alchemisten? Schick mal das alles mal weg. Die Gifte gebe ich mal ab. Ich glaube, das ist ja eher so dein Ding. Genau wie der Trank des Schlafes. Menge Kristallkugeln hier. Okay, ja, da müssen wir einmal außen rum. Wir können dir mal helfen im Suchen, ne? Gut, wahrscheinlich hat der Goblin tatsächlich recht. Es ist tatsächlich nichts hier.
Mal, dass ich den Federfall genutzt. Ich glaube, hier geht es nicht so weit runter. Hier sind erstaunlich viele Schmetterlinge. Ich glaube, das schaue ich mir mal an. Keep your paws to yourself and I won't cut them off. Du bist einfach nur ein Krieger. Come on, gotta be something here. Absolute, don't want this junk. How'd you know? I just do. Ah. And the others getting drunk off their choppers in camp. Unfair. Okay, das nächste Skelett. Ich glaube, mit Toten reden habe ich nichts. Von daher macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Nochmal zwei Goblins. Ah gut, den losen Felsen könnte man dann eventuell auf den Goblin runterschmeißen. Was bist du denn? Du bist Clock. Nee, Chock. Lump, der Leuchtete und Frank. Und ein toter Tiefling. Ah. Nicht schlecht. Ich glaube, zu euch kommen wir dann auch mal noch später. Schön. Ja, das wäre, glaube ich, ein heftiger Kampf gewesen. Missing children. Maggie Terrence, Marcus Terrence, Mathen Deitch, Rochelle Kirk. Ich glaube wirklich, dass hier nichts mehr drin ist. Gut, bis auf eine Schaufel. Die Goblins dürften da alles geplündert haben. Brauche ich mehr als einen Stoffel? Nee, ich glaube nicht. Gut, ich glaube, dann gucken wir mal, was das hier drin wird. Gut. Ja, ich glaube, wir versuchen es doch mit dem Einschüchtern. Ich glaube, da kommen wir dann am ehesten weiter. Fürchte, sonst müssen wir die halt umhauen und wahrscheinlich haben wir das ganze Dorf dann nachher gegen uns. Okay, das sieht jetzt aber gut aus. Aber es reicht nicht.
Jetzt aber. Food? No, not food. Too tough for your digestion, I fear. Perhaps friend, then. Friend. Ihr seid ein sehr wortgewandter Ogre. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you, a delicacy. Unless you bear the mark, of course. Ich habe in dieser Region nicht viele Orger gesehen. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Wie ich sehe, tragt ihr selbst das Mal nicht. I've no use for the absolute or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. And the rest sate my hunger for meat. Boss Goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. Vergesst Goblins, ihr solltet für mich kämpfen. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Ja, versuchen es mit dem Einschüchtern. Kommt zu mir, da ist der Stamm für euch zu breit. Okay. Ja, war zu erwarten, dass das nicht gut funktioniert. Ist halt echt nicht gut, dass du einen schlechten Charisma wird hast. Ich hätte gern einen anderen Charakter, der die ganzen Sachen macht. So viel Charisma-Sachen hier. Ja, gut. Das lohnt sich auch nicht, aufs Neue zu würfeln. Da sind die Chancen zu gering. Such sweet suggestions. Have a care. You may make yourself stringy. Gut, ich habe es mir überlegt, das Angebot ist vom Tisch. Oh, but you do love to tease. Alas, not so much as a nibble. Food? No, not food. Immerhin haben sie nicht angegriffen. Okay. Schauen wir, was ihr so habt. Okay. Ich bediene mich mal kurz, ne? Ich glaube, das sind wieder... Jo, Seil, Wurfspeer. Ja, komm, Seil kann nicht schaden. Ja gut, das glaube ich haben wir auch schon mehr als genug gesehen. Lass mich mal kurz testen, was passiert, wenn wir den...
Ings umhauen. Okay. Ja, wird angegriffen. Ja, ich glaube, das bringt auch wirklich nicht so unglaublich viel. Ne, solange sie uns nicht. Also, solange wir den Kampf vermeiden können, lasse ich es, glaube ich, tatsächlich mal. So viel dazu. Ist hier draußen noch was? Zwei Holzkisten. Ja, ich gehe davon aus, dass die halt draußen irgendwie alle schon mal geplündert haben. Oh, könnte man hier dieses, Warte mal. Ah. Danke. Zumindest hat einer geschafft. Hier, Himmel und Hölle. Spiel. Draufgesetzt. Okay, das wird jetzt als Clown angesehen. Keep your hands to yourself. You're being watched. Okay, schade. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Dann machen wir das vielleicht schleichend. Ich will schon gern wissen, was da drin ist. Jetzt, wo wir es ausgegraben haben. Lang nichts mehr gefunden, muss ich zugeben. Aber ich glaube, ihr habt auch einige Würfe verhauen. Swift as my feet can carry me. No tastes good. What a day. Time for discretion. Don't linger. Leave us tracks. This innate chatter pains me. Stepping softly. Okay. Shut mouth. Stoffbier. Vielleicht können wir das für irgendwas noch benutzen. In Ordnung. Das hat jetzt funktioniert. These boots have seen everything. Wir haben noch einen Brunnen. Okay. Nee, Schaufel haben wir mehr als genug. Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. Ich werfe eine Münze rein, tatsächlich, ja. The coin disappears into the well. After a moment, you hear a soft clink, not a splash. Mhm. Mal schauen. Okay, das wird jetzt eine Runde, wo ich die ganze Zeit Scheiße würfel. In Ordnung. Dry stones line the wall. But the darkness below is impenetrable. Du hast doch Dunkelsicht. Okay, wir klettern mal runter. Those webs are huge.
tread lightly or become dinner. Flüsternde Tiefen. Okay. Kurzschwert brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sonst noch irgendwas von Interesse hier? Gold. Ah, das ist meine Münze, die ich runtergeschmissen habe. Schön. Kokon aus Spinnenseide. Ja, noch ein normales Großschwert. Ordnung. Ihr seid brennend. Kannst du ihn vielleicht mal abschießen? Was? Okay. Phasenspinnen. Links haben wir noch Vorteil. Du bist wahrscheinlich kommen da Spinnen raus. Wir haben keine brennenden Pfeile, oder? Nee. Gut. Well, so much for peace. Dann schauen wir, wie deine Fernkampfangriffe sind. Reicht, um dich zu erledigen. Sehr gut. Trotzdem will ich noch mal Rasereien. Das ist echt ein guter Tipp. Vielen Dank. Na gut, und ihr seid relativ weit weg. Okay, dann kommt ihr mal hier. Ja, sie können halt sich verfasen. So, wieso seid ihr nicht im Kampf? Gut. Dann gib ihm. With pleasure. Sehr schön. Into the shadows. Where do I go from here? Können wir das Spinnennetz noch abschießen? Dann kommst du mich nicht auf dumme Gedanken. Weg ist unterbrochen, niedere Position. So.
Genau, das kannst du halt nur als Angriff nutzen. Ach schon, da wir nicht angegriffen wurden, ist die Raserei weg. Alles klar. Die hat sich jetzt halt überhaupt nicht gelohnt. Aber ich dachte, die kommen zumindest mal noch an. Okay. Ich kriege mit dich hier auch platt. Leider nicht. I'll do it my way. Time to move. Another fight. Let's go. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Nahkampf. In den Nahkampf. Eher dein Steckenpferd. Immerhin. So. Nee, ich glaube nochmal Rage lohnt sich nicht. Nimm mal das Gegengift. Dann kommt. Wie fies. Ja, ich würde natürlich mal kurz Schild casten. Ja, und jetzt seid ihr auch im Kampf. Okay, gut, alles klar. So, wir haben immer noch Vorteil, das ist gut. Dann reicht es tatsächlich, dich zu erledigen. Gut, und wir machen dich jetzt noch platt. Na, ihr haltet ein bisschen viel aus, sehe ich gerade. Ich fürchte, da kommt jetzt irgendwas raus, wenn wir ihn treffen, ne? Okay. Immerhin. Aber wir haben halt das Netz und dadurch kommst du nicht hier hin. Gut, dann wird gezaubert. Jo, das ist heute echt eine Folge, wo extrem beschissen gewürfelt wird für mich. Ich würfel ja nicht selber. So, dann komm, raus mit dir. Und noch einmal drauf schießen. So, okay, und dann treffe ich ja doch noch mal. Du brauchst nicht keine Heilung, das passt schon. Gut, bringen wir das mal zu Ende. Okay, so, du bist ein bisschen angeschlagen. All's well that ends. Not as bad as it could have. Naja. Gut. Und auch wieder etwas länger gerade durch den Kampf. Aber dann beenden wir hier mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß.
seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.